Also die wichtigsten Erkenntnisse, die man aus dem Durchlesen der RKI-Files in Deutschland und den Protokollen der Corona-Kommission in Österreich ziehen kann, sind einmal erstens, dass die Kommissionen und offensichtlich auch die Regierungen sich untereinander sehr intensiv ausgetauscht haben und in engen Kontakt standen. In den Protokollen sieht man ganz klar, dass da teilweise ganze Konzepte in Österreich vom RKI übernommen wurden, sodass also hier wirklich sehr eng zusammengearbeitet wurde. Die zweite wesentliche Erkenntnis ist, dass, und das kommt aus mehreren Stellen heraus, dass ganz offensichtlich die Beratungskommissionen der Regierungen, aber auch die Zulassungsbehörden nicht unabhängig reagierten, nicht unabhängig arbeiteten und nicht die Vorgaben gaben für die Politik, sondern genau umgekehrt. Die Politik hat den Kommissionen, den Experten Vorgaben gegeben, das steht wortwörtlich in den Protokollen drinnen, und die Experten, die Kommissionen haben dann auf Wunsch geliefert. Die dritte Haupterkenntnis, die für mich eigentlich fast der Kern überhaupt ist, ist, dass die Experten des RKI und damit natürlich auch die Politik schon sehr früh wussten, dass die Grippe gefährlich ist als Corona. Man hat mit anderen Worten aber die Gefährlichkeit des Virus so hoch gestuft, wie sie nie gegeben war. Corona war nie die gefährliche Krankheit, wie behauptet. Und das ist auch die Ursache dafür, dass die ganzen Maßnahmen ohne wissenschaftliche Grundlage passiert sind. Wie gesagt, Corona war nie gefährlicher als die Grippe. Umgekehrt war es. Was auch in dem Protokoll noch steht, ganz wichtig, dass die Überlastung der Krankenhäuser, der Intensivstationen nicht durch das Virus verursacht wurde, sondern durch Personalmangel. Das muss man sich wirklich vorstellen. Steht in den Protokollen wortwörtlich so drinnen. Das heißt, zuerst macht man die Gesundheitssysteme kaputt, fährt sie jahrzehntelang herunter, dann hat man Probleme mit den Kapazitäten der Krankenhäuser und Intensivstationen und dann hat man dem Virus praktisch die Schuld geben wollen, als Sündenbock hinstellen wollen, aber in Wirklichkeit war es die jahrzehntelang verfehlte Gesundheitspolitik, die unsere Intensivstationen kaputt gemacht haben. Die Folgen sind immer noch spürbar und Corona ist noch lange nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Das Erste, was einmal passiert ist, ist, dass durch diese faktenwidrigen, falschen Corona-Maßnahmen, Lockdowns, Schulschließungen, Impfpflicht etc., dass da Unmengen Geld beim Fenster hinausgeworfen worden. In Österreich gibt es Berechnungen der Agenda Austria, dass die Corona-Maßnahmen Österreich 175 Milliarden Euro gekostet haben. Das muss man sich vorstellen, das ist fast das Doppelte vom Gesamtjahresbudget der Republik Österreich. Wenn Sie das in Deutschland nehmen, sind das 1,75 Billionen. Das heißt, es ist Geld in dieser Corona-Zeit beim Fenster hinausgeworfen worden, das uns jetzt an allen Ecken und Enden fehlt, das nicht mehr da ist. Früher hat es geheißen, zu Beginn der Corona-Pandemie, koste es, was es wolle. Jetzt heißt es nur mehr, wir haben kein Geld an allen Ecken und Enden. Das heißt, die Schäden sind für die Wirtschaft immens. Man sieht ja auch, was die Wirtschaft derzeit erleiden muss, wie kaputt sie ist, was alles schließen muss etc. Es ist die Psyche der Menschen massiv geschädigt, vor allem bei den Kindern. Da gibt es Untersuchungen in Österreich, dass mehr als die Hälfte der Kinder psychisch krank ist, Depressionen hat, Symptome, dass ein Riesenanteil der Kinder und Jugendlichen Angstzustände hat, Schlafstörungen, dass bis zu 260.000 Kinder und Jugendliche in Österreich wiederkehrende Selbstmordgedanken haben. Wenn Sie die Zahlen mal 10 nehmen, sind es in Deutschland 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die sich Selbstmord überlegen. Das muss man sich vorstellen. Das ist unsere Zukunft, das sind unsere Kinder und Jugendlichen. Das betrifft natürlich auch die Älteren. Und was man natürlich auch sieht, ist, dass die Menschen immer kranker werden, die Krankheitszustände eher explodieren. Gegenüber 2021 gibt es Zahlen aus Deutschland, bis 2023 hat sich die Zahl der Krankenstandstage verdoppelt. In 2 Jahren verdoppelt, muss man sich vorstellen. Da ist seit 2021 im Gesundheitswesen bei den Menschen eine Bombe eingeschlagen. Und was soll es denn sonst sein als die Impfung? Eine andere Erklärung hat niemand, gibt es nicht. Daher sieht man jetzt genau das, was die Experten vor Einführung der Impfpflicht schon vorhergesagt haben, dass wir mit dieser Impfpflicht, mit diesen Impfungen, mit dieser Durchimpfungskampagne Probleme uns geschaffen haben, die momentan explodieren und die leider immer schlimmer werden. Man muss wissen, dass wie die Impfstoffe bestellt worden sind, gekauft worden sind, von der EU-Kommission und den 27 Mitgliedstaaten im Vertrag unterschrieben wurde. Das steht wirklich so im Impfstoffbestellungsvertrag, dass die Staaten anerkennen, dass nicht bekannt ist, ob die Impfstoffe wirken, welche Nebenwirkungen auftreten und welche Langzeitfolgen. Noch einmal. Unsere Regierungen, die österreichische und deutsche, haben unterschrieben, auf gut tirolerisch gesagt, dass sie nicht wissen, was das Zeugs macht.
Und jetzt sehen wir das alles, jetzt sehen wir die Folgen. Also meiner Meinung nach, nachdem wir jetzt wissen, dass die Politiker praktisch aus jedem Geimpften ein Versuchskaninchen gemacht haben, dass es überhaupt keine Daten gab, die die Sicherheit und Wirksamkeit jemals bewiesen haben, nachdem wir jetzt sehen, was das alles für Probleme macht, sollte man meiner Meinung nach, und das fordern mittlerweile viele Ärzte, internationale medizinische Fachgesellschaften, mittlerweile sogar Spitzenpolitiker in Amerika und in anderen Ländern, dass die Impfung gestoppt wird, dass sie gestoppt werden muss, weil einfach die Nebenwirkungen massiv sind, die Schäden. Und was man auch tun muss, man muss die Sache aufarbeiten, alle Protokolle offenlegen und dann muss man auch jetzt über Verantwortung reden. Was ist da passiert? Und vor allem, wohin sind die Gelder geflossen? Wer hat da verdient? Wer hat da mitgeschnitten? Und es geht darum, dass irgendwann einmal auch die ganzen Sachen nicht nur politisch, sondern auch juristisch aufgearbeitet werden müssen und wirklich dann Leute, die sich Dinge zu Schulden kommen lassen, auch da zur Verantwortung gezogen werden.